Hey Leute, was geht ab? Hallo und herzlich willkommen zu Petrovic Let's Plays. Und heute spielen wir weiter The Witcher 3. Und wir sind gerade hier auf die Suche nach unserem Freund. Wir müssen ihm kurz helfen. Folge den Spuren und so. Ja, die Spuren gehen hier weiter. Ich glaube hier. Ja. Da sieht man die kaum, diese Spuren. Das ist unglaublich. Schreibt mir bitte in die Kommentare, ob vielleicht auf dem Video kann man die besser sehen. Das weiß ich noch nicht. So. Wo muss man hin? Hier gehen die Spuren weiter. Okay. Ich hoffe mal hier. Hier muss es doch irgendwo sein. Ich höre schon irgendwelche Geräusche. Bestimmt Wölfe. Das ist sein Pferd. Wie hieß es noch? Fußspuren. Schönes Tiefspuren. Eine Ziege. Interessant. Eskels Lager. Er hat sich wohl auf einen längeren Aufenthalt eingestellt. Okay. Ja, ich kann mit anderen Pferden reiten. Nee, ich laufe zu Fuß. Na, wohin rutschst du? Wir müssen hier noch ein bisschen was untersuchen. Ich guck mal hier, ob irgendwas noch auf Boden liegt oder irgendwo was versteckt. Okay. Untersuche den Bereich um Eskels eine Hexenmeister Spuren, okay. Ja, die Spuren haben wir schon gefunden, die führen hier weiter. Felsen. Hier ist Endstation. Toll. Ich könnte der Nase nachgehen. Eskel kann ich nicht riechen, aber die Ziege muss nur eine Geruchsprobe finden. Okay. Suche mit Hilfe den Hexensinne nach einer Weiterspuren von ja, aber wir müssen erstmal diese Ziege finden. Gibt's hier irgendwo irgendwas mit dieser Ziege zu tun? Ich glaube, ich laufe falsch. Ja, von hier kommen wir. Ja, wir müssen irgendwie Bereiche untersuchen und diese die Reste von Ziege finden. Wo könnte es sein? Irgendwas? Nein. Anzünden, er bringt nichts. Sowieso schon hell draußen. Irgendwie finde ich nichts. Rindenstückchen. Offenbar hat Eskels Ziege sich am Baum gescheuert. Ein Knäuel Ziegenhaar. Puh, es stinkt. Ja, da haben wir was gefunden. Ah, da sehe ich schon diese Spur. Ich laufe direkt. Und diese Spur. Mal gucken, wohin die uns führt. Okay. Da. Eskels Spuren. Die Nase irrt sich nicht. Okay, da haben wir schon wieder seine Spuren gefunden.
folge einfach weiter diese Spuren. Ich höre eine Ziege. Nee. Ja. Die hat sich nicht selbst hier angepflockt. Okay. Sie ist ein Gabelschwanzköder und offenbar auch ein Hexerköder. Nee, ist kein Hexenköder. Ich war auf der Suche nach dir. Um einen Gabelschwanz zu fangen, schlag einen Pflock ein, binde eine Ziege daran und verbirg dich flugs im nächsten Gebüsch. Bruder Adalberts Bestiarium, Seite 82. Dein Gedächtnis hast du also wieder. Und trotz deines Alters scharfsinnig wie eh und je. Du bist so alt wie ich, Schlaukopf. Lass dich nicht von grauen Haaren täuschen. Schön, dich endlich wiederzusehen. Hält jene für dich auf Trab? Dich auch? Ich sag mal, dich auch. Dich auch. Wie geht's? Wie immer. Noch ein Tag, noch ein Ertrunkener. Ist das alles? Ich bin ein einfacher Hexerwolf. Ich kämpfe nicht gegen Drachen, verbrüdere mich nicht mit Königen und schlafe nicht mit Zauberinnen. Im Gegensatz zu anderen. Du Glückspilz. Ich versuche nur mit Zauberinnen zu schlafen. Ich sag mal, du Glückspilz. Ist nicht so toll, wie es klingt. An deiner Stelle würde ich mich glücklich schätzen. Richtig. Man muss schon reichlich Champagner trinken, um den Kaviar runterzuspülen. Harte Sache. Psst. Hörst du? Er kommt. Oh, der kommt. Der kommt. Na dann los. Gib ihm alle. Greif an. Verdammt, er hebt ab. Auf die Flügel. Ich brauche meine... Der haut ab. Ich trinke ein bisschen Wasser. Um Leben aufzuladen. Wo ist der? Oh, der ist schon weit weg, ey. Schnell, schnell. Miese Riesenreptilien. Ich hasse es, wenn sie das machen. Hätte uns den Ärger ersparen und sich töten lassen können. Und sich dazu selbst ausweiden und sich auf einen Bratspieß schieben? Ha, genau. Blutet stark. Aus einer Arterie. Helles Blut. Der kommt nicht mehr weit. Ja, der kommt nicht mehr weit. Dann müssen wir bestimmt diese Blutspur folgen. Ja, bestimmt. 100%. Okay. Hier klettern. Hast du keine Angst, das Pferd unten zu lassen? Vielleicht kommt der Gabelschwanz und holt es sich. Ha, Skorpion ist ein Schlachtross. Ein reinrassiger Ketveni. Der kommt klar. Hab ich dir erzählt, woher ich ihn habe? Nein, ich glaube nicht. Ich hab mal einen verirrten Ritter gerettet. Du weißt schon, Wald, Finsternis, Wölfe, das Übliche. Ich sagte ihm wie üblich... Gib mir das, was du zu Hause findest. Diesmal war es kein Kind, aber seine Stute. Hier ist er gelandet. Nicht sehr elegant. Schau die Spuren. Wir haben wohl sein... Mein Hahn ist tot. Er kann nicht mehr krähen. Kokodi, Kokoda. Was singt er da? Was ist das für ein Lied? Altes Lied der Hochgebirgler. Ideal zum Bergsteigen, hat mir meine Mutter immer vorgesungen. Du erinnerst dich an sie? Nur an das blöde Lied. Sonst an nichts. Ist wohl in seinem Versteck ein wenig umsehen. Gut. Jetzt flieht er nicht mehr, sondern muss kämpfen. Ja, jetzt flieht er nicht mehr. Jetzt haben wir ihn in die Ecke gedrängt. Okay. Und wo ist er? Komm, kletter dich. Kletter hoch. Ah, da ist er. Der war direkt vor mir. Angreifen. Gib ihm alle. Nun direkt verschwunden. Na schön. Her mit der Rückenmarksflüssigkeit und dann raus hier. Schneide hinten direkt unterhalb des Schädels. Was du nicht sagst. Hey, Jen erwähnt, wozu sie braucht.
Ich frag hat mal. Hat Jen dir gesagt, wozu sie sie braucht? Du weißt es also nicht. Und das, stört dich nicht? Nein. Doch, natürlich. Aber ich weiß nicht, wie wir den Fluch ohne sie brechen sollen. Wir hätten Triss um Hilfe bitten können. Ich will's mal so ausdrücken. Wenn Jen Uma nicht helfen kann, können wir immer noch zu Triss gehen. Die wird uns keine Vorwürfe machen. Umgekehrt allerdings... Da wäre was fällig. Eben. Jetzt Schluss damit. Gehen wir. Okay. Jetzt muss man wieder zurückkehren. Aber zuerst will ich kurz Licht anmachen hier. Wo ist meine Fackel? Da ist meine Fackel. Ich will ein bisschen rumgucken da. Zack. Vielleicht gibt es hier was Gutes in dieser Höhle. So, versteckte Sachen. Ein paar. Vielleicht. Aufheben, sammeln. Oho. Eine Verbesserung haben wir gefunden. Da habe ich gewusst, ey, dass irgendwas hier rumliegt. Gucken wir mal. Sammeln wir ein paar Pilze. Hier lag doch noch irgendwas. Hallo? Irgendwas aufgehoben. Okay, wir waren schon da oben. Na, hier waren wir nicht. Aber hier liegt nichts. Okay, okay. Ach so, wir müssen klettern. Ich hab nicht gesehen. Ich dachte, da ist schon die Wand. Die Steine kann man nicht sammeln. Leider. Okay. Hey, was hältst du von einem kleinen Rennen? Wollen wir sehen, wer schneller ist? Plötze oder Skorpion? Und wer besser reiten kann? Ja, gerne. Keine Herausforderung, weil ich dich auch auf einer lahmen Sau besiegen würde. Aber warum nicht? Du bist selbst eine lahme Sau. Nee, wer Kaer Morhen zuerst erreicht hat, gewonnen. Okay, ich bin mal gespannt. Ich gebe mein Bestes. Lauf! Komm, 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 wir müssen gewinnen. Ich geb Gas. Komm, Plötze, gib mal Gas. Wir müssen gewinnen. Komm schon, Plötze, gib mal Gas. Gib mal Gas, gib mal Gas. Jawohl. Ball gewonnen. Ja, der andere ist zu langsam. Kein Problem, das ist besser für uns. Jawohl, gewonnen. Das war knapp, aber gewonnen, glaube ich. Endlich. Hat ja gedauert. Der Sattel war locker. Hm. Ja, Ausrede. Alle schlechten Tänzerinnen geben ihren Schuhen die Schuld. Bist selbst eine schlechte Tänzerin. Aber ein verdammt guter Reiter. Wir haben nicht gewettet, doch ich finde, du verdienst einen Preis. Ist nicht nötig. Komm schon, von dir nehme ich nichts. Gib mir mal einen aus, das reicht. Abgemacht. Okay, so. Ich guck mal, was
haben wir da gekriegt. Quest abgeschlossen. Quest aktualisiert. Erhalten 600 Punkte. Jawohl. Hey, wir sind bald schon 24. Nicht schlecht. So, nächste Quest. Störung. Die letzte Prüfung. Ja, machen wir diese Lambert. Die letzte Prüfung. Ich hoffe mal, der ist nicht weit. Der Lambert. Der muss irgendwo hier sein. Ja. Wo führt uns denn Weg hin? Ich glaube, dieser Lambert, das war dieser eine, wo wir mit ihm einen Quest gemacht haben, und der war ziemlich sauer auf mich, weil ich nicht erlaubt hatte, so einen Mann zu töten. Ja, komm, mach die Tür auf. Na, ist er hier? Hallo? Keiner lässt mich rein. Ich habe ein paar Mal versucht reinzulaufen. Die Türen wollen nicht vorne aufgehen. Ah, da ist der Lambert. Komm, wir reden mit Lambert. Was ist das? Brauchst du Tränke? Nein, Schnaps. Aus Kartoffelschalen. Für meine Willkommensfeier? Ja, wohl eher für meine Abschiedsfeier. Noch nicht gehört? Die Frau Zauberin möchte, dass ich das Phylakterium mit der Kraft des Kreises der Elemente verstärke. Sie sagt, es sei notwendig, um den Fluch zu brechen, der auf dieser Monstrosität liegt. Okay. Du weißt schon, dass diese Monstrosität Ciri sein könnte? Ja, hab davon gehört. Wie wäre es mit ein bisschen Mitgefühl? Ich nenne die Dinge beim Namen. So bin ich nun mal. Na schön, ich will mich nicht streiten. Okay, na weißt schön, du was? Ich will mich nicht. Ist egal. Ich will mich nicht streiten. Genau. Keine Zeit zu verlieren. Die Monstrosität wartet. Lambert. Oh, Entschuldigung. Die eventuelle Cirilla. Cirilla. Okay. Du klingst nicht sonderlich begeistert. Bin ich auch nicht. Der Weg zum Kreis ist keinesfalls ein Spaziergang. Lass mich mit dir gehen. Mit dem berühmten weißen Wolf wäre ich umso leichtfüßiger. Also, bereit? Ja, schmeiß hin. Ich bin bereit. Brechen wir auf? Kein Grund zum Trödeln. Lass uns gehen. Oh, ich wollte noch sagen, wir können nicht über die Berge gehen. Seit dem Felsrutsch letztes Frühjahr ist der Pfad versperrt. Nähern wir uns also von der Seeseite, wie bei der Prüfung des Medaillons? Genau. Erinnerst du dich an den Weg? Wie könnte ich den je vergessen? Derjenige, der mit seinem Medaillon zurückkehrt, erweist sich als würdig und kann auf den Pfad aufbrechen. Hat Wesemir je gehört, wie du ihn nachläufst? Ja, der alte Mann findet das nicht witzig. Ja, komm. Lambert, lauf doch. Lauf doch. Savolas Durchbruch. Wurde der immer noch nicht gepflegt? Wesemir würde gerne. Mich stört's aber nicht. Niemand wird eine Belagerung starten. Und ich habe eine Abkürzung zum Teich. Hätten die Schläger der Salamandra mal ein paar mehr Löcher in unsere Mauern gehauen. Oder diese Ruine in einen kompletten Trümmerhaufen verwandelt. Ich war schneller als er. Ey. Aber zum Glück bin ich nicht runtergefallen. Komm, lauf doch. Also, schwimmen wir über den Teich? Nein, ich habe hier ein Boot vertreut. Zum Fischen. Hätte nicht gedacht, dass du aufs Fischen stehst. Ich lasse Bomben ins Wasser fallen und sammle ein, was an die Oberfläche treibt. Jetzt ergibt das Sinn. Okay. Nicht schlecht. G-
guter Fischer. So, wohin? Okay, liebe Freunde, ich mach mal jetzt hier kurze Pause. In der nächsten Folge werden wir weitergehen mit dieser Lambert und gucken wir mal, was wir da machen. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Schreibt mir bitte in die Kommentare, ob euch das gefallen hat. Und ja, bis zum nächsten Mal beim Petrovic Let's Plays. Tschüss.